So einfach ist es. Das kleine bisschen. Zwei Leitungen. Das reicht völlig aus, um deine Heizung professionell mit Notstrom zu versorgen. Ich habe gestern ein Video über ein Notstromaggregat von Könner und Söhnen gemacht. Das steht übrigens da. Und da habe ich eine Aufforderung bekommen, dies doch zu bauen. Wie das dann tatsächlich funktioniert, dass man eine Heizung betreiben kann damit. Da ist es um das Thema IT-Netz und TN-Netz gegangen, weil man Ölbrenner und Gasbrenner, weil das nicht funktioniert, wenn das nicht geerdet ist. Selbstverständlich kann ich das machen. So schaut es aus. Anfangen haben wir das Video aber komplett knockert. Diese Leitung ist vorher in die Heizung eingegangen. Das soll ich simulieren. Das ist die Heizungsleitung, die kommt von der Hauptverteilung. Die ist mit einem FI und mit einem LS vorgesichert. Da ist ein 30 mm FI drin und ist ein 16 Ampere Leitungsschutzschalter drin, ein B16. Und die Leitung ist an die bestehende Heizung gegangen. Egal, ob das eine Gastherme war oder eine Ölheizung oder eine Pelletsheizung. Natürlich keine Wärmepumpen mit Kraft ist jetzt von der Geschichte einmal ausgenommen. Ich habe jetzt die ganze in diese Unterverteilung gesetzt und habe das auch komplett leer lassen, damit seht ihr, wie das genau aufgebaut wird. Am Ende setze ich da eine Steckdose her und an dieser Steckdose kann man dann eine Heizung anstecken wie eine Gastherme oder was auch immer. Ich simuliere mit der Steckdose das natürlich nur, man kann einfach nur eine Leitung direkt in die Heizung eininstallieren, so wie es halt vorher auch war. Was brauchen wir? Als erst brauchen wir natürlich wieder einen Umschalter, einmal von dem normalen Netz, einmal Nullstellung und einmal Notstromaggregat. Hätte man ein Notstromaggregat mit ATS-Funktion, könnte man auch einen Automatikschalter nehmen. Ich möchte es aber jetzt einmal manuell zeigen. Das ist natürlich jetzt von Hager ein großer, ein dreipoliger bzw. ein vierpoliger. Für diese Anlage braucht man aber nur einen zweipoligen. Kann man aber den dann trotzdem ganz genauso verwenden, weil ich den auch schon da habe. Als nochmalige Sicherungsmaßnahme einen zweipoligen RCD. Es reicht nochmal ein FI. Man könnte ein FI-LS auch hernehmen, aber bei dieser Konstellation braucht man das nicht, weil da kein Überstrom nicht zustande kommen kann. Das Gerät hat ja diese Überstromabschaltung selber. Das heißt, das brauche ich nicht. Und der dient eigentlich nur in der Notstromseite als Schutz. Weil von der Netzseite haben wir ja die Leitung mit RCD und LS-Schalter sowieso abgesichert. Zusätzlich ein Speisestecker, den montieren wir da, damit wir vom Notstromaggregat da ein in die Anlage einspeisen können. Das ist jetzt diese Einspeisung vom Aggregat. Dazu braucht man dann so ein Adapterkabel, einmal mit diesem Teil, das da rankommt, und der Stecker, der ins Notstromaggregat drankommt. Diese Vorrichtung muss natürlich, dies da, muss natürlich nicht über der Unterverteilung sein. Das kann durch den Keller raus oder raus von diesem Raum raus sein, da wo halt in der Nähe dann auch das Notstromaggregat steht. Man kann es aber so machen und man kann auch das da, bei mir ist das nur so kurz, kann man das so lang machen, dass das auch bis zum Aggregat reicht. Viele werden jetzt dann schon fragen, weil viele kennen sich mit der Thematik ein bisschen aus, diese Brücke, IT-Netz, NT-Netz, diese Brücke. Nein, diese Brücke ist da nicht drin und diese Brücke ist auch da nicht drin. Später im Video erkläre ich, warum ich das nicht für richtig halte, dass die da drin ist, sondern die bauen wir da herein erst ein.
Das ist dieser Netz-Notstrom-Umschalter. Bis jetzt haben wir diese Netzzuleitung, das war vorher die Steckdosen für die Heizung, Netzzuleitung aufgelegt. Jetzt haben wir vorhin von der Notstrom-Einspeisestecker das aufgelegt. Und jetzt brauchen wir die untere Seite. Das müssen wir natürlich einmal durchbrücken, damit, wenn ich auf Netz schalte, läuft die Stromkreis so durch. Und wenn ich den rüberschalte auf Notstrom, läuft es so da und dann runter zur Heizung. Und die ganzen PE kehren verbunden. Dazu kommen wir später noch. Und auf dieser Seite muss zu diesem Nullleiter, zu diesem Neutralleiter, das ist ja die Notstromseite, da muss diese Brücke rein. Die ist da angezeichnet. Zwischen N und PE Brücke setzen, N-Leiter erforderlich. N-Leiter erden. Das machen wir da herin. Da muss man jetzt aufpassen. Ich habe da die blaue Ader links und am EFI, an dem zweipoligen EFI, muss die blaue Ader rechts. Und jetzt speisen wir das Ganze mit dem Notstromaggregat ein. Dazu den Adapter, den brauchen wir aber momentan noch nicht. Musik
Selbstverständlich darf man das Notstromaggregat, darf man gar kein Notstromaggregat in geschlossenen Räumen verwenden. Bei mir war das jetzt nur ganz kurz zur Demonstration und ich habe auf der Seite die ganzen Fenster und Türen offen, also kein Thema. Länger würde ich es allerdings natürlich auch nicht laufen lassen. Eine Sache, die noch ganz wichtig ist, da hat das Notstromaggregat eine Erdungsschraube. Da muss entweder separat eine Erdung vom System dran, vom Haus, Potenzialausgleich, von der Erdungsschiene, oder man kann, wenn man das Gerät raustut, auch mit einem Kreuzerder das Ganze erden. Das Video von gestern verlinke ich unten an erster Stelle. Da habe ich das Gerät komplett in Betrieb genommen und habe erklärt, warum das so perfekt für diese Notstromeinspeisung nur für die Heizung. Warum das da so funktioniert, so gut funktioniert. Und das halt einfach diese Merkmale ein anderes Gerät nicht hat. Die meisten werden das jetzt schon verstanden haben, dass dieser zusätzliche RCD eigentlich nur für die Notstromseite ist. Weil von der Notstromseite, ich speise ja nicht ins komplette Haus ein. Das heißt, der Notstromer geht nur daher, Notstrom geht nur daher und von da dann über diese Steckdose in die Heizung ein. Überstrom, Kurzschluss und so weiter haben wir durch das Gerät geschützt. Was wir aber nicht haben, ist Erdschluss geschützt. Und das haben wir durch den zusätzlichen Fehlerstromschutzschalter einfach nochmal zusätzlich. Und im Netzbetrieb macht es nichts, dass man vielleicht ein Gruppen-FI davor geschaltet hat. Das hat auch da nicht wirklich was mit der Selektivität zu tun. Das ist ja jetzt nichts, was man nicht jederzeit nachrüsten kann, ohne irgendeinen großen Aufwand. Weil im Heizraum drin gehe ich davon aus, dass die Heizung auch nicht unterputzt ist. Das heißt, so viel Platz für das hat man immer irgendwo in einem Raum und eine Leitung zum Notstromaggregat. Und wie gesagt, ich habe es gestern erklärt, für die paar Knutscherl ein Notstromaggregat, genau für diesen Fall, ist natürlich perfekt. Es gibt natürlich von Könner und Söhnen, habe ich in einem vorherigen Video, das verlinke ich in der Endcard, schon mal gezeigt, auch Notstromaggregate in einer kleinen Version, zwar ein bisschen größer wie das, 4 kW, die diese ATS-Funktion haben. Das heißt, da würde das komplett automatisch gehen. Da bräuchte man dazu nur einen anderen Netz-Notstrom-Umschalter. Der passt auch auf die Hutschiene, passt wunderbar, würde wunderbar da reinpassen. Auch das wäre möglich. Dann würde die Heizung bei Stromausfall selbstständig das Notstromaggregat starten und für die Heizung Strom zur Verfügung stellen. Die Frage ist, brauche ich das? Weil die meisten Heizungen, wenn sie während des Betriebs einen Stromausfall haben, gehen auf Störung. Ob sie da jetzt jede wieder automatisch einschaltet, aktiviert, weiß ich nicht. Bei ganz viel muss man es irgendwie zurücksetzen und erst dann geht es wieder. Ich möchte da nicht, dass meine Heizung ohne mein Wissen irgendwie aus- und einschaltet. Also da ist mir diese Umschalterei schon lieber. Und noch ein Grund, warum sind das Video von gestern mit diesen Könner und Söhnen Notstromaggregat anschauen müsst, dieses Notstromaggregat verlose. Und in dem anderen Video habe ich in der Beschreibung genau erklärt, wie es funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, pfiat euch und ich wisst es ja eh, lasst euch nicht verarschen. Ciao.